Manchmal hat man halt nicht so einen guten Tag, wie man sich das wünscht. Und das war heute so der Fall. Ich denke mal auch deshalb auch vielleicht die frühe Auswechslung. Und ich hoffe, gegen Cottbus wird es besser. Mehr kann ich halt nicht dazu sagen. Ja, es ist schwierig, bei einer 2-0-Niederlage mit seiner eigenen Leistung zufrieden zu sein. Ich bin natürlich da, um Bälle zu halten. Und wenn ich der Mannschaft damit Rückhalt geben kann. Aber ja, zweimal konnte ich es heute leider nicht. Und da ärgere ich mich viel mehr drüber. Ja, wir haben uns alle viel vorgenommen. Für mich war es ein besonderes Spiel. Allein als wir mit dem Bus hingefahren sind, die ganze Straßenkante, das war wie zu Hause, aber letztendlich sind wir hingekommen, um was mitzunehmen. Das haben wir leider nicht geschafft und sind natürlich jetzt enttäuscht. Mir ist aufgefallen, dass die Fortuna extrem ballsicher war, ganz wenig Bälle abgegeben hat in allen Mannschaftsteilen und ich denke mal, das hat es uns ziemlich schwer gemacht, da wieder in Ballbesitz zu kommen und ja, wenn man dann Gegner gut laufen lässt, dann kostet das natürlich Kraft und die hatte dann Fortuna in entscheidenden Momenten eher für sich als wie dann für uns und deswegen müssen wir daran, denke ich mal, noch ein bisschen arbeiten.